Es reiht sich nahtlos ein in unsere komplett wahnsinnige Bestellwelt. Clara hat Kuchenlimonaden gefunden. Also Limonaden, die nach Kuchen schmecken. Wir werden jetzt heute mal ein paar bestellen, um es natürlich zu testen, weil ihr kennt mich, ich schiebe alles in meinen Körper rein, um weiterzuleben. Toll. Das geht aber natürlich nur, wenn ihr uns supportet, zum Beispiel indem ihr Merch kauft von sturmwaffe.de. Oder auch ein Abo da lasst, denn bis zum Ende des Jahres brauche ich 2 Millionen Abonnenten, damit ich den Gaming-Kanal von Julian Bam kriege. Ey, wenn du 2 Millionen noch dieses Jahr bekommst, dann darfst du meinen Kanal haben. Ich will den Gaming-Kanal. Den Gaming-Kanal. Ja. Ja. Und dann mache ich Gaming-Videos. Ja. Gaming-Kanal wird meiner. Also jetzt fleißig abonnieren, weil dann fetzt's richtig. Wir fangen an. Also es kommt aus den USA, kostet 2,44 Euro und das ist Apple Pie Soda, also Apfelkuchen. Gibt es hier so genauere Produktinformationen oder redet man einfach nicht drüber? Additional Info, das ist nur die Brand und wie viel das wiegt. 430 Gramm. Schade, viel mehr gibt es dazu nicht. Was wurde hier noch rausgesucht? Ich sehe es jetzt auch das erste Mal, es ist komplett Volldrama. Wir haben noch den Birthday Cake. Ist es schlimm, wenn das so runtergesetzt ist um 14%, weil die es unbedingt loswerden wollen? Oder läuft das bald ab? Aber es ist wieder eine Firma. Es ist immer die gleiche Firma, die diese Dinger hier macht. Wirklich gab es wieder ein Meeting von einer Firma, die gesagt haben, hey, wir wollen Geburtstagskuchen oder hier. Cookie Dough Bitter Soda. Red Velvet Cupcakes. Wie macht man das denn? Du hast so Wasser, Zucker und dann schmeißt du da so Red Velvet Muffins oder Cupcakes rein. Wie macht man eine Soda da draus? Ich liebe, dass das auf diesem Ding The Original draufsteht, als wenn es so einen zweiten gibt, der irgendwie so einen kranken Scheiß macht. Okay, weiter geht's. Wieder die gleiche Firma. Es gibt keinen anderen Anbieter. Cookies and Cream. Die haben auch so ein leicht pissiges, so farbliches Profil. Ganz schwierig. Was bist du jetzt hier? Hier steht irgendwas mit Chocolate schon. Das ist nochmal Chocolate Chip Cookie Dough. Also das heißt, es ist jetzt schon nicht mal mehr nur Kuchen, sondern es ist jetzt auch schon Cookie Creme, also Teig Cookie Creme. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte in meinem Leben, weil ich habe schon so viele Sachen in mich reingestopft, Leute. Es ist wirklich ein Drama. Können wir einfach 2 Millionen Abonnenten, dann höre ich auch auf. Ich schwöre, auf für die Haters. Boah, was für ein unfassbar ekelhaftes Peanut Butter and Jelly. Okay. Ja, wir werden es trotzdem Kuchen nennen. Hat jetzt irgendwie nicht mehr viel mit Kuchen zu tun. Das Peanut Butter Jelly Sandwich oder? Nee, es ist so ein Kuchenstück tatsächlich, aber auch. Wieso eingepackt? Ja gut, ich würde sagen, wir bestellen mal. Alle kosten 2,40 Euro oder 2,44 Euro. 2,44 Euro mal 6 im Kopf. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 8. 12, 16, 20, 24, also jetzt sind wir schon bei 14,80 Euro, 60. Ich habe nicht richtig zugehört gerade. Okay, bye, wir bestellen. Piu! Sie sind angekommen. Ich habe ein Gläschen hier. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ich habe gerade mal so ein bisschen diese Etiketten analysiert und manche sind hier so relativ normal, wie dieses Chocolate Chip Cookie Dough. Aber bei anderen, sowas wie bei dem Birthday Cake, steht Melba's Fixins Birthday Cake Soda. Und da ist so eine alte Oma drauf. Ist so ein bisschen, als hätte diese alte Oma diese Limo entworfen oder diesen Geburtstagskuchen. Und daraus wurde dann Limo gemacht. Ey, da willst du auch keine Enkel mehr, wenn die so deinen Kuchen verderben, ey. Y'all get your Fixins. Weil sie heißt mit Nachnamen Fixins. Y'all get your Fixins. Das ist Texas. Y'all. Das heißt you all auf Texanisch. Y'all doing good, y'all doing fine. Und hier gibt es noch jemanden, den habe ich auch gerade schon gesehen. Lester Fixins. Der hat nämlich die Peanut Butter and Jelly. Das scheint wohl der Mann zu sein. Also diese beiden wunderbaren Geschöpfe haben entweder das hier selbst entworfen oder Kinder in die Welt gesetzt, die gedacht haben, das Peanut Butter Jelly Thema von meinem Vater und der Geburtstagskuchen von meiner Mutter wäre super, wenn wir das jetzt einfach mal in Flüssigform bringen würden. Naja, let's probier. Apple Pie zuerst. Das war auch, glaube ich, das, was wir damals als erstes bestellt hatten. Ich würde sagen, let's go. Das ist der Flaschenöffner von Tom, der auch Messer, ihr wisst. Ne, wisst ihr nicht, kein Schwanz hat das Video gesehen. Also guck mal die Messer-Doku. 45 Minuten, wie ich ein eigenes Messer für euch gemacht habe. Könnt ihr jetzt schon nicht mehr gewinnen. Eis. Y'all get your fixins! Ich war... Ui, das ist ein intensiver Geruch. Ich würde sagen, ich nehme mein Connoisseur-Glas und dann legen wir los, ne? Das riecht sehr künstlich. Kann ja auch lecker sein. Ninas Vorschlag übrigens nochmal eine FSK 18 Version hiervon zu drehen und überall Wodka reinzuscheppern. Ich stimme dir zu, es könnte gut funktionieren. Ja, let's try.
Es hat Kohlensäure, auch nicht zu wenig, schmeckt aber nicht nach Kohlensäure. Das ist ganz komisch und ansonsten schmeckt es sehr, hier steht drauf, Pure Cane Sugar. Und so schmeckt es auch, wie ganz leichter Sprudel, obwohl es halt sehr sprudelig ist. Und dann einfach nur nach unfassbar viel Zucker. Nee, es schmeckt wie eingelegter Apfel und dann dieser Sirup, in dem der so eingelegt ist. Von 5 möglichen Sternen gebe ich hier nur eine 1,5. Du bist es nicht, Kollege. Du bist es wirklich nicht. Cookies and Cream. Ist ein bisschen, riecht wie ein Oreo, aber nur sehr viel laffer. Ich vergesse immer, was da drin ist. Gucken wir mal, ob sich der Geschmack hier wirklich unterscheidet oder ob man hier geprellt wird. Krass. Wie macht man das? Das schmeckt tatsächlich wie Plätzchenteig. 1:1 so. Du hast doch noch so ein Shotglas. Willst du mal probieren? Schmeckt wirklich wie Plätzchenteig, obwohl du bist Veggie. Ich kann dich versichern, dass hier nicht irgendwas drin ist. Haxe. Ein Shot Cookie Dough. Was würdest du geben von 5? Nix. Nix, null. Nix. Sogar nicht mal null, sondern nix. Nix. Nix von 5. Nix von 5. Um dir das zu vergleichen, wenn das hier ist bei mir eine 2, das sollte dir, glaube ich, dann sagen, wie das hier geschmeckt hat. Geschmack ist ja auch subjektiv. Wir machen einfach weiter. Komm, Peanut Butter and Jelly. It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Wee, wee. It's peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly with a white bulb. Diese Farbe für Erdnussbutter und Marmelade ist es ja zu Deutsch. Ist wirklich echt voll das Drama. Das riecht wie Gamescom. Es soll riechen wie Marmelade. Meistens ja so Erdbeer-Kirschmarmelade, irgendeine rote. Und mit Erdnussbutter, das muss ja aber dann irgendwie salzig sein. Also das solltest du nicht probieren auch, ne? Wegen Erdnuss. Nee, nicht so ganz. Also es riecht halt nach Marmelade, aber es schmeckt halt wie, du nimmst einen Teelöffel Erdnussbutter und shakest es dann in Sprudel und dann ist so ganz weich gespülte Erdnussbutter. Oh mein Gott, es schmeckt so widerlich nach so siffiger Erdnussbutter. Ey, das ist literally eine Null. Das ist wirklich gar nicht okay. Wow, ich dachte, irgendwann kommt jetzt hier so eine Offenbarung wenigstens. Red Velvet Cupcakes. Also wir sind jetzt hier bei kleinen Küchlein bei den Red Velvet Sachen. Komm, der Red... Oh, oh. Unten sind so Kirschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach so eine Kirschsoda jetzt gemacht haben. Red Velvet auch eher aus so Kirsch, so Piemont-Kirschen-mäßig was. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Red Velvet-Sachen. Schmeckt tatsächlich wie ein bisschen diese Piemont-Kirschen. Wisst ihr, diese eingelegten, die so super fake aussehen? Und ein bisschen wie Zuckerwatte. Mhm. Also das auch eher in die Richtung 2 wieder, aber es gibt immer noch nichts, was mich aus den Socken haut, wirklich. Wir machen weiter. Chocolate Chip Cookies. Wie kriegt man so flüssig Schokolade hin, dass sie gelb aussieht? Weißt du, das ist diese Gefahr, die ich meine. Das war schon eher Mutprobe, ne? Ist schon so. Das war das The Original, wo es ja kein Fake geben kann. Es ist so ein bisschen das Ding, dass ich mir denke, wie willst du Chocolate Chip nachstellen? Das, was Chocolate Chip ja ausmacht, ist der Knackige, weißt du? Das Knackige, was man so in einem Muffin hat oder in einem Cookie oder so, whatever. Das ist so ein... Es ist wirklich semi-geil. Oh, oh, jetzt habe ich wirklich das. Kennst du das? Wenn du so eine trockene Stelle im Hals hast und dann die ganze Zeit husten musst, das kriege ich manchmal im Sommer. Es bewirkt so nichts, weißt du, was ich meine? Es ist einfach nur eine sehr süße Limo, aber es ist... Die probieren halt was nachzumachen wegen dem Gag und dass es deswegen Leute kaufen, aber es ist viel geiler, halt wirklich eine Limo zu machen. Also ich glaube, es gibt nicht viele Leute, bestimmt wieder irgendwelche auf der Welt, die das so als ihre Lieblingslimo bezeichnen würden und sagen, ja, ich verzichte auf alles, was geil ist an einem Chocolate Chip. Zum einen den wirklichen Geschmack nach Schokolade, zum anderen den Chip-Charakter, der so schön prickelt in deinem Bauchnabel, wenn du drauf beißt. Auch eher so eine 1, es ist wirklich ein Komplett-Desaster. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Jetzt kommt der grüne Abschluss. Der Birthday Cake von der Oma hier, von Melba. Let's try, würde ich sagen. Oh, es riecht genauso wie die anderen auch. Es ist wirklich, es unterscheidet sich auch nicht mehr, weil es nur noch Zuckerwasser ist. Ja, es hat halt so ein bisschen mehr Zitrus. Aber geil ist es auch nicht. Ich meine das komplett ernst, ne? Also ich dachte, Minimum eins der Sachen ist so der Geheimtipp, den du dir dann gerne so brezelst oder so. Oder der dann einfach irgendwie cool ist. Aber das ist wirklich alles, das hier ist auch eine 1. Das Beste war dann wirklich schon der Apple Pie. Der war halt einfach Apfel. Aber ansonsten ist es auch wirklich, also nicht geil. Es ist wirklich, wirklich das erste Mal seit richtig langem eine wirkliche Enttäuschung. Ich lasse jetzt die anderen hier nochmal probieren. Vielleicht kann sich ja jemand dem erbarmen oder sagt, das ist genau meins. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis dahin und rein. Und tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.